Hallo Internet und YouTube und damit ein herzliches Willkommen zurück in der Clash Royale Season 2 Shipwrecked. Wir werden heute den Pass Royale kaufen und meine Trophy Road Belohnungen einfordern, da die neue Season gerade begonnen hat. So, und ich würde sagen, wir fangen hier gleich mal an. Wir bekommen Tauschmarke von jeder eine, das finde ich ziemlich cool. Der wurde jetzt auch geupdatet, weil damit man die neuen Karten freischalten kann. Und wir bekommen gleich nochmal den Fischer, das ist cool. Das ist, boah, ich glaube, wir nehmen die Random. Ja, drei Musketiere mache ich mehr als den Kobold-Käfig. So, hier nehmen wir auch die Random. Ja, Kobold-Riese, den mag ich inzwischen eigentlich auch sehr gerne. Hier den Fischer, freue ich mich riesig drüber. 1000 Gold, also Gold insgesamt, kann man immer gebrauchen. Dann eine Riesentruhe, Gold, Koboldriese, Phoenix-Rekruten, Feuergeister und Riese Richtung Level 11. Brauchen wir nur noch ein paar. 100 Juwelen, da kann man auch nicht Nein sagen. Und noch eine Magietruhe als letztes. Und da hoffen wir jetzt natürlich, dass wir eine legendäre bekommen. Gold, Sperrkobolde, Minenwerfer, Skelettfass. Okay, bekommen wir leider nicht. Bomber, Königsrekruten, Erdbeben. Gute, seltene. Und zuletzt das Riesenskelett. Okay, schwache magische Truhe. Aber egal. Dann würde ich sagen, öffnen wir hier noch die Gratistruhe. Juwelen. Gehen immer klar. Hier können wir vielleicht noch eine Widerreiterin tauschen. Nein, eher nicht. Und die neue Challenge ist jetzt hier auch da mit den Mauerbrechern. Das ist wie bei den Königsschweinchen. Da spawnen alle 30 Sekunden, glaube ich, solche Mauerbrecher. Und ja, ich würde sagen, wir kaufen jetzt hier noch den Pass Royale. Und da haben wir ihn. Cool. Ich muss sagen, mir gefällt die neue Arena sehr gut. Haben sie super hinbekommen mit dem Design. Noch besser als Season 1. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier noch den Emote. Neuer König. Sehr schön. Finde ich sehr lustig mit dem goldenen Zahn. Und als Turmskin haben wir eine Sandburg. Ja, also ich finde, das ist insgesamt ist das jetzt ziemlich nah an der anderen Season dran. Das finde ich ein bisschen doof, aber sonst finde ich die Season sehr schön. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit der Folge Clash Royale. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!